meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, nach all den adventlichen Texten und auch dem Weihnachtsfestkreis, der uns immer wieder mit der Stimme Johannes des Täufers vertraut gemacht hat, werden wir heute noch einmal in der Liturgie vor diesen Zeugen geführt. Denn das ist es, was Johannes den Täufer ausmacht. Er ist wirklich ein Martyr im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur in dem Sinn, dass er sein Blut vergießt für die Wahrheit, sondern dass es seine Aufgabe ist, Zeugnis abzulegen. Das tut er auch heute, unbeirrt bis zum Ende. Er sieht Jesus auf sich zukommen und er identifiziert ihn. Er hat ja vorher schon von ihm gesprochen. Er spricht vom kommenden Gericht. Er spricht von dem, der richtig mit dem Besen ausfegen wird, der Israel und die ganze Welt reinigen wird. Das ist die erste Botschaft des Täufers. Aber dann geschieht ein gewisser Prozess. Jesus kommt, um sich taufen zu lassen. Diese Szene, die uns sozusagen das Johannesevangelium eigentlich ausblendet. Und dann eines Tages sieht er erneut Jesus auf sich zukommen. Und Johannes gibt Zeugnis ab. Er ist es, auf dem ich den Geist wie eine Taube herabkommen sah. Und plötzlich spricht er nicht mehr vom Richter, der kommt. Das bleibt. Er nimmt es ja nicht weg. Es gibt keine große Korrektur. Aber es tritt etwas hinzu, etwas ganz Neues. Wir müssen verstehen lernen, dass es etwas Neues ist. Wir müssen es deshalb verstehen lernen, weil es uns so vertraut ist. Weil dieses Zeugnis des Johannes so sehr in die Liturgie der Kirche, in unser Beten eingedrungen ist, dass es uns nicht mehr neu erscheint. Wenn Johannes dieses Neue ausruft, indem er sagt, als Jesus auf ihn zukommt, seht das Lamm Gottes. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte ertönt eine solche Bezeichnung, die es sonst nirgendwo gibt. Das Lamm Gottes, das Agnus Dei. Das ist deshalb so bedeutsam. Obwohl es neu ist, können es eigentlich alle Kulturen verstehen. Dazu müssen wir uns ein bisschen dieses Bild, das Johannes hier bemüht, anschauen. Das ihm in den Sinn kommt, als er Jesus denn wirklich sieht. Als diese Gestalt des Messias, des Richters, des Herrn, des Kyrios auf ihn zukommt. Seht das Lamm Gottes. Wenn man im alten bremischen Tierleben blättert, findet man eigentlich eine wenig charmante Bezeichnung. Dort heißt es, ein Lamm ist der Inbegriff eines Tieres, das schutzlos ist, ausgeliefert, ja feige. So urteilt der alte Brehm. Ich nehme an, es ist heute purgiert, wieso alle, weil das nicht politisch korrekt wäre, ein armes und armes, unschuldiges Tier als feige zu bezeichnen. Aber es hat doch etwas. Die Schutzlosigkeit eines solchen Tieres, das etwa auch ohne den Schutz des Menschen, der wilden Natur, der gefräßigen Natur ausgeliefert ist, es spricht für sich und es spricht in allen Kulturen, denn es ist in allen Kulturen das Opfertier schlechthin, das unschuldige, schutzbedürftige Lamm. Allein von seinem Aussehen her. Wir haben ja die Diskussion heute auch oft, wenn wir schon über nachdenken über den Speisezettel an Ostern. Das ist ja inzwischen auch bei uns ein wenig und durchaus ja Brauch geworden, dass man Lamm isst. Aber wenn man dann Bilder von einem Lamm sieht, das sieht man auf den Osterkarten, dann denkt man, und sowas wollen wir essen? Die Kinder sind ganz verzweifelt. Aber nun, was jetzt? Entweder auf Fleisch verzichten oder man muss auch diese Realität akzeptieren. Aber es packt uns doch besonders. So etwas Niedliches,
Unschuldiges, Schutzbedürftiges, Ausgeliefertes. Es gibt andere Kulturen. Wir hatten eben in der Sakristei, nachdem wir ja die Fachleute hier aus dem entsprechenden Kulturkreis haben, haben wir schon über die indogermanische Sprachwurzel diskutiert, die dieses Tier durchaus hat, nämlich im Sanskrit. Dort haben wir zwei Worte, die das noch einmal ganz besonders deutlich machen. Dieses lateinische Wort Agnus, Lamm, kommt aus zwei Wurzeln. Yagna im Sanskrit, Opfer, und Agni, Feuer. Das fließt dort mit ein, schon in dieses Wort. Es ist gar nicht so schwer, das alles zu übersetzen, womit wir uns heute theologisch so schwer tun. Wie ist das denn mit dem Sühneopfer? Und wie ist das denn, dass jemand stellvertretend meine Schuld trägt? Johannes der Täufer wählt ein Wort, und dazu musste er nicht viele interkulturelle Seminare besuchen, sondern es wird ihm gegeben, dieses Wort, das alles auf den Punkt bringt. Lamm Gottes. Johannes der Täufer ist sehr beeinflusst vom Propheten Jesaja. Das wissen wir. Wir kennen das vom Advent. Wir hören es ja dann auch immer in den Jesaja-Lesungen. Als Stimme. Wer bist du selber? Ist auch das Zeugnis des Johannes. Als die Gelehrten von Jerusalem kommen und sagen, wer bist du denn hier überhaupt? Was machst du hier? In welchem Auftrag handelst du denn überhaupt hier? Dann sagt er immer, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Elia, ich bin nicht der, der kommen soll. Ja, immer nur negativ. Jetzt sag mal, bring's mal auf den Punkt, wer bist du denn dann? Und wiederum ist es der Prophet Jesaja, den er bemüht und sagt, ich bin die Stimme. Ich bin eine Stimme des Rufenden in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Und so wird es auch hier sein, bei diesem Wort, mit dem Johannes den auf sich zukommenden Jesus umschreibt und ihn uns damit näher bringt, ihn uns heute noch erklärt. Er ist der Knecht Gottes, der wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut, so lesen wir beim Propheten Jesaja. All das fließt in dieses Wort vom Lamm Gottes hinein. Bis zu diesem alten Ritus Israels, dass der hohe Priester seine Hände auf einen Widder stemmt und die ganze Schuld Israels auf ihn legt und ihn dann in die Wüste hinaustreibt. Er ist es, der die Schuld der Welt trägt und wegnimmt. Er, der einzig Unschuldige, trägt die Sünde und Last dieser Welt nicht nur auf sich, sondern erlöst sie auch. Er nimmt sie weg. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, folgen wir der Einladung dieses heutigen Evangeliums, wenn wir so oft und vertraut dieser Anrufung, die wir ja beim Brechen des eucharistischen Brotes manchmal mehrfach singen, wie eine ganze Litanei, Lamm Gottes. Du trägst weg die Sünde der Welt. Vielleicht entdecken wir neu diesen Ruf Johannes des Täufers und nicht nur seinen Ruf, sondern Jesus selber, wer er ist. Er ist und bleibt der angekündigte Richter. Aber wenn er uns nahe kommt, wenn er auf uns zukommt, sehen wir in ihm das Lamm, das sich schutzlos ausliefert. Dem ausliefert, was unsere Verkorkstheit, unsere Sünde, unsere Bosheit anrichtet. Aber das ist eben nicht das letzte Wort. Er nimmt sie an. Er nimmt sie auf sich und trägt sie fort. Er nimmt sie weg, sodass wir frei werden davon und endlich mit Gott zu leben beginnen.